Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Tutorial beziehungsweise eigentlich Erweiterung für die Schritt-für-Schritt-Reihe. Das wären jetzt hier zwei Videos in eben. Ich werde jetzt hier mal genauer drauf eingehen, einen AT-Account erstellen, weil das ja viele nicht gebacken gekriegt haben, was man da beachten sollte und wie das geht. Ich werde natürlich keinen richtigen erstellen. Ich habe keinen Bock, hier 20.000 Accounts zu stellen, aber die ersten Schritte werden wir machen. Und dann Sachen aus dem AT-Account auf den deutschen Account spielen. Ja, es geht. Es geht wirklich. Und ich werde es euch auch beweisen und zeigen. So, das ist mein deutscher Account. Da seht ihr oben, weg mal auf hin, da Odin-Ase ist meine PSN-ID und ich bin PlayStation Plus-Mitglied. Und hier ist mein Dying Light. So, ich werde zum Beweis hier mal für euch Dying Light suchen. D Y I und weiter kann ich nicht suchen und wir finden nur die beiden Filme. Mehr finden wir nicht. So. Und das ist wirklich runtergeladen. Ihr seht, da ist kein Disk-Symbol, wie jetzt zum Beispiel hier bei Hardline. Das ist gerade eingelegt. Das ist wirklich runtergeladen. Ich werde das jetzt auch mal starten mit euch hier zusammen. Dauert natürlich ein bisschen. Nur als Beweis, dass das auch wirklich so funktioniert, wie ich euch das sage. Wenn ihr die Let's Plays von mir und Onkel seht, beziehungsweise bei Gamercheck LP, dann habt ihr bestimmt schon gesehen, dass ich das spiele und dass ich das mit meinem deutschen Account spiele. So, starten ist ja immer noch gut und schön. Wir wollen ja online spielen. So, wir können jetzt Kampagne fortfahren, Kampagne spielen. Rollentausch ist halt das DLC. Da kann man dann mit Zombies spielen. Das kann ich euch, zeige ich euch auch gleich, wo ich das runtergeladen habe und wie das funktioniert. So, wir wollen jetzt die Kampagne spielen. Wir können jetzt hier fortfahren machen. Und dann bin ich in Ich den war auf dem Slums. Weg zurück zum Turm, als ich das Bewusstsein verlor. Ich werde jetzt auch nicht Ich habe großartig keine spielen, weil Erinnerungen das an das, ist was dann geschah. das Profil vom LP. Will euch halt nur zeigen, dass ich damit spiele. Und ich spiele online mit Onkel und anderen zusammen. Dauert halt, die Ladezeiten sind halt ein bisschen. So. So, wie ihr seht, ich bin hier in so einem Checkpoint drinne. Mehrspielermodus aktiv, PSN. Seht ihr das da unten rechts? So, und da könnte ich jetzt. Ach, wie war das mit dem Einladen hier? Hier kann ich jetzt sagen, Spieler einladen. Und da kann ich mir jetzt Spieler aussuchen und kann die jetzt hier einladen. Seht, also es geht. So, können wir hier auch ausmachen. Anwendung schließen. Und wie gesagt, es gibt dieses Spiel ja nicht im deutschen Store, habe ich euch gerade gezeigt. Jetzt, wie habe ich das gemacht? Ganz einfach. Als erstes geht ihr auf Einstellungen, PlayStation Network, Kontoverwaltung, also PlayStation TM Network. Schrägstrich Konto Verwaltung. So, und da geht ihr auf den vorletzten Punkt. Als deine primäre PlayStation aktivieren. So. Da gehen wir rauf. Da seht ihr bei mir oben grau. Unten ist weiß. Also ich könnte es jetzt deaktivieren. Ich habe sie aber aktiviert. Ja, und da unten steht es auch, diese PS4 ist als deine primäre PS4 aktiviert. Das ist wichtig. So.
Und jetzt gehen wir einfach mal ausloggen. Kontoerstellung mache ich nachher mit euch. Jetzt gehen wir erstmal nur darum, wie das hier geht. So, jetzt gehe ich hier auf odinase.at. Das ist mein AT-Konto. Da müsst ihr... Was nun? Kein Ton? Naja. So, da geht ihr auch auf PlayStation. Also Einstellungen, PlayStation, Network, Konto, Verwaltungen. So, da geht ihr auch als Primäre. Und da werdet ihr sehen, bei mir ist das auch als Primäre PlayStation 4 aktiviert. So, und dann gehen wir hier nochmal als Beweis in den Store, dass es das hier wirklich gibt. Ja, Mortal Kombat, beste Beispiel, gibt es in Deutschland auch nicht. So, gehen wir hier suchen. Dauert der Store, ist ein bisschen lahmarschig. So. Hier, Dying Light, Beat Zombie und Season Pass. Wir gehen aber direkt auf das Spiel. Ihr seht, es ist gekauft, weil sonst würde da nicht stehen, starten. So, mal Bewerbung, gleich mal einen Daumen nach oben machen. Extras habe ich hier auch eins gekauft, dieses Beat Zombie. Das ist das, dass man als Zombie auch spielen kann. Es ist auch runtergeladen. Da steht auch, seht das, installiert. Die PlayStation zeigt mir an, es ist installiert. So, hier ist der Season Pass, der ist neu. Also den kann man noch kaufen und Ultimate Survivor Bundle. Ich werde mir wahrscheinlich demnächst jetzt den Season Pass holen. So, und jetzt fragt ihr euch, wie kann ich das spielen? Ich kann euch auch da nochmal zeigen, dass hier nicht wirklich ein Unterschied ist. Erstmal hier Dying Light suchen, da ist es. Wir starten jetzt nochmal Dying Light, dann seht ihr, dass Dying Light hier genau so aussieht, wie es im deutschen Account ausgesehen hat, dass auch da dieses DLC, weil hier an Dying Light kann ich am besten zeigen, dass diese DLC da ist, beziehungsweise aktiviert ist. Weil das ist ja dieses Tauschending, dass man halt auch als Zombie spielen kann. Na komm, arbeite. So. Rollentausch, da ist es. Das ist der DLC. Und hier können wir Kampagne spielen. Hier kann ich jetzt auch sagen, Store, Viereck. Und dann komme ich in den Store rein. So hätte ich euch das vorhin eigentlich auch super zeigen können. So, und da seht ihr, dass ich das gekauft habe und dass das noch da ist. So. Anwendung schließen. Okay. Und das geht einfach nur mit als Primäre PlayStation 4 aktivieren. Ihr könnt dann jederzeit hier im AT-Account Sachen kaufen und auf dem deutschen Account spielen. Nur wenn ihr beide als Primäre aktiviert habt. Sonst geht das nicht. Da ich natürlich beide als Premiere habe, weil ich mache kein Chairplay, kann ich das jederzeit machen und ich kann auch auf dem österreichischen Account, der kein PlayStation Plus ist, meine deutsche PlayStation Plus Mitgliedschaft mit benutzen. Nicht jetzt für neue Spiele zum Runterladen, aber zum Online-Spielen, da mein deutscher Account ja auch primär ist und PlayStation Plus ist. Daher ist das kein Problem. Wenn ihr in Österreich dann natürlich DLCs oder Spiele kaufen wollt, könnt ihr nicht einfach eine deutsche PSN-Karte nehmen und die im österreichischen Store aufladen. Das geht nicht. Da braucht ihr dann entweder eine PSN-Karte für Österreich. Da mache ich euch unter das Video einen Link zu Moga. Da könnt ihr die sehr preisgünstig kaufen. Und dann ladet da einfach euer Geld auf. Holt euer Spiel, euer DLC. Gott weiß, was ihr da holen wollt. Ist euch ja überlassen. Und fertig ist. Mehr braucht ihr da ja nicht beachten. Das ist das Einzige, was ihr beachten müsst, dass beide als primär sind. Und dass das eine ein AT-Account logischerweise ist. Mit zwei deutschen Accounts bringt das natürlich nichts, weil im Deutschen ist es nicht verfügbar.
Kann euch das jetzt, bin jetzt extra nochmal im Deutschen Rinnegang, um euch das zu zeigen. Ich drücke jetzt mal Viereck für PlayStation Store. Jetzt steht da bitte warten. Jetzt kommt da die Seite. Es ladet da, ladet da. Dying Light zeigt da auch an. Weil ist ja klar, das Spiel ist ja da, spiele ich ja. Aber ihr seht, es sind keine Inhalte verfügbar. Es sind keine Inhalte im deutschen Store verfügbar, weil es in Deutschland natürlich nicht gibt. Also findet da hier natürlich auch nichts. So. So. Und ab, ausloggen. Und das Einzige, was ihr braucht, ist, braucht halt einen neuen Account. Wenn ihr noch nicht einen AT-Account habt. Und das mache ich jetzt nochmal für euch. Ach, nicht mich. Oh, jetzt melde ich mich da. Ja, die Kamera war ein bisschen schnell. Ich war ein bisschen zu langsam. Ausloggen. So, Controller-Knopf drücken. Na. So, und dann geht ihr hier einfach. Ihr loggt euch komplett aus von eurer PlayStation 4. Nicht. Der nimmt meinen Controller zu schnell. Ausloggen. So. Neuen Benutzer. Und dann wollt ihr einen neuen Benutzer erstellen. Das ist wichtig. Ihr könnt, ihr müsst für jedes PSN-Konto, was ihr habt, müsst ihr einen neuen Benutzer erstellen. Ihr könntet auch nicht mit eurem Facebook-Daten erstellen, das Profil oder sonst irgendwas dergleichen. Nein, es muss ein PlayStation Plus Profil sein, beziehungsweise ein PSN-Profil sein, was ihr schon habt oder neu erstellt. Ja, wir haben die Möglichkeit, Gast zu wählen. Das ist, wenn euch ein Kumpel besuchen kommt, könnt ihr da seine Daten eingeben, Benutzername, Passwort und den Scheiß. Und dann kann der sich als Zweitcontroller praktisch auf sein Profil anmelden, weil man kann den Zweitcontroller nicht einfach so anschließen, dann braucht man ein Profil für. Wenn man nur ein Profil hat, kann man nur einen Controller anschließen. So einfach ist das. So. Und da kriegt er dann halt auch die Trophäen. Wenn ihr dann Spiel zu zweit spielt, kriegt der auf seinem PSN-Account genauso die Trophäen wie ihr. Das ist halt positiv. So, und dann geht ihr auf neuen Benutzer erstellen, akzeptieren, weiter. So, PlayStation Network anmelden können wir uns jetzt nicht. Ja, das geht ja nun nicht. Wir sind nicht im PlayStation Network angemeldet. Überspringen. Starten. Okay. Nee, das wollen wir jetzt auch nicht. Nein. Nein. So, okay. Oh, leck mich doch. Nein. Okay. Och, abbrechen. Ja. So. Benutzer 1. Den lasse ich auch jetzt mal als Benutzer 1. So. Der ist jetzt natürlich nicht online oder im PlayStation Plus oder sonst irgendwas dergleichen. Doch, im PlayStation Plus ist er auch. Aber der ist nicht online. Wir können nicht online gehen, da wir keinen PlayStation Account haben. Wir haben keinen PSN Account. So, bin nicht auf den Namen gekommen. Ihr seht, der hat 0 Trophäen, 0. Das ist halt nur das Benutzerprofil. Das ist, hat nichts jetzt mit PSN zu tun. Ich könnte jetzt hier Dying Light starten und Dying Light, seht, da kann ich auch jederzeit ohne Probleme spielen, aber nicht online. Weil wir haben kein PSN. So, da gehen wir einfach auf PSN anmelden. Also ihr könnt mehrere Benutzer haben und könnt da, braucht auch kein PSN haben dafür, um einen zweiten Controller anzuschließen. Dann müsst ihr halt einfach nur diesen PSN-Punkt überspringen. Dann könnt ihr einen zweiten Controller anschließen, wenn ein Kumpel vorbeikommt, der keine PlayStation hat und nicht seinen eigenen Account benutzen will, drückt dann einfach den zweiten Controller in der Hand und macht auf Benutzer 1 oder 2 oder wie er ihn halt nennt oder was weiß ich. Und dann ist das kein Problem. Aber ihr müsst halt diesen Benutzer haben, um einen zweiten Controller benutzen zu können. Wenn ihr drei Controller benutzen wollt, logischerweise müssen es drei Profile zu sehen sein. Und hier könnt ihr jetzt sagen, natürlich habt die meisten haben kein AT-PSN. Also neu bei PSN. Dauert eine Weile. So. Jetzt einschreiben. So, dann hier wichtig. Da ihr ja ein AT-Account wollt, wie das Wort schon sagt, AT-Account,
Sprache Deutsch können wir lassen, aber Land nehmen wir natürlich Österreich. Ihr könnt es genauso mit Schweiz oder so machen. Österreich. Datum. Da gebe ich euch den Tipp. Gebt euer Originaldatum ein. Dass, wenn es da mal Probleme gibt, weil für Österreich ist auch Deutschland zuständig, also die deutsche PlayStation Hotline, könnt ihr, also wenn ihr gehackt werdet oder so, dass ihr den Geburtstag nicht vergisst, könnt ihr da dann halt, ich mache mal hier den, jetzt aus Spaß einfach mal den 1.1.2011 rein und schickt das ab. Bin älter, logischerweise, aber ist ja nur zum. Achso, ich erfülle nicht die Teilnahmebedingungen. Ja. Gut. Weil ich den 1.1.2011 genommen habe, bin ich logischerweise zu jung. Ach, ein Teufelskreis. Ja. Weil wir wollen ja auch 18er-Spiele runterladen und das geht ja nun nicht, wenn wir. Wenn wir nicht 18 sind und PSN ist ja ab 18. Also 1.1.1911. Und schon sind wir da. Jetzt ist hier wichtig, dass ihr hier wirklich einen Ort eingibt, den es in Österreich gibt. Wie zum Beispiel Wien. Bundesland, Provision, das müsst ihr halt im Internet nachgucken. Machen wir mal ein Wehren. Postleitzahl, was weiß ich, was hat Wien? Ich mache mal 0815, weil es mir eigentlich relativ gerade ist. 0815, fertig. Geht nicht weiter. Doch, geht weiter, oder? Weiter. So, dann Anmelde, E-Mail-Adresse, Passwort, Passwort bestätigen. Da könnt ihr auch ruhig ein deutsches PSN, eine deutsche E-Mail-Adresse nehmen. Also wo hinten DE steht, ist scheißegal. Passwort lässt ihr euch was einfallen. Passwort bestätigen, alt X und dann weiter. Und schon habt ihr euren PSN-Account auf Österreich. Ich brauche den jetzt natürlich nicht mehr. So, abmelden. Genauso habe ich es auch gemacht. Mehr ist es nicht. Das Wichtigste ist halt wirklich, dass ihr sagt, als primäre PlayStation 4 aktivieren. So, scheiße, jetzt muss ich das erstmal löschen noch. Benutzer, Benutzer löschen, Benutzer 1 löschen. Benutzer 1 wäre schon fortfahren. Bist du sicher? Ich bin sicher. So. Weil den brauche ich nicht. Also wieder so. Und auf meinen deutschen. So. Seht ihr, Controller. Meldet sich alles automatisch an. Ich bin in meinem deutschen. Ich kann jedes Spiel spielen, was ich will. Ob ich es mir aus dem UK, aus dem AT, aus dem WSX, aus dem US-Account runtergeladen habe. Das ist Jacke wie Hose. Ich bin im PlayStation. Im deutschen PSN-Konto bin ich PlayStation Plus-Mitglied, habe somit PlayStation Plus auf allen meinen Konten, die ich auf meiner PlayStation benutze, egal wo ich was runterlade, ich kann es auf dem deutschen online spielen, ich kann Sachen aus meinem US-Account runterladen und auf meinem AT-Account online spielen oder auf meinem deutschen, es ist Jacke wie Hose. Es ist einfach komplett. Aber ihr müsst halt dementsprechend jeden der Accounts, AT, DE, UK, US, egal was er macht, der muss als, also alle die aktivierenden Accounts, auf denen ihr das dann spielen wollt, muss als primärer PlayStation 4-Account aktiviert sein. Wenn ihr das jetzt nicht macht, kann ich euch auch gerne mal zeigen. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir das mal. So, gehen wir auf US. Oh,
Oh, hier, oh, diese schwule Begrenzung drin, ey, die nervt. Mach mal raus, ich will das nicht begrenzt haben. Sollen Sie mal die Bibliothek lieber ein bisschen aufräumen, dass man Ordner machen kann. Nervt auch ein bisschen, aber egal. So, ihr seht, ist auch aktiviert. Ich mache jetzt einfach mal deaktivieren. Yep. Und jetzt ist der US-Account nicht als mein primärer Account aktiviert. So, kann mich jetzt wieder anmelden. So, US. So, ich kann mal hier hinten hingehen, da könnt ihr das jetzt ganz genau sehen. PlayStation, primär. So, und er ist deaktiviert. Diese PS4 ist nicht als deine primäre PS4 aktiviert. So, und Endresultat ist... Wo haben wir denn jetzt? Hier zum Beispiel. Dürfte er jetzt eigentlich nicht spielen. Geht doch. Hm. Warum, weiß ich nicht. Aber eigentlich, vielleicht jetzt nach Neustart, dürfte eigentlich nicht gehen. Kann natürlich zusammenhängen, weil ich noch keinen Neustart gemacht habe. Kann ja mal einen Neustart machen. Boah, der mit dem Power nervt auch echt. So, PS4 neu starten. Mit dem Power, das ist ein bisschen nervig gerade, was sie da sich... Aber ich hatte ja schon mal alles als primäre PlayStation 4 aktiviert. Dadurch gibt es da natürlich eine kleine Rückkopplung. Muss ich erstmal hier einen Neustart machen. Dann leg dich hin, Kater. So, ich bin auf meinem deutschen Account. Jetzt machen wir einfach von PS4 ausloggen. Controller an. Ach, nicht AT. So. Und hier ist das jetzt. Haben sie vielleicht ein bisschen geändert jetzt mit dem neuen Update? Habe ich nicht. Seit 2.0 habe ich es noch nicht getestet. Ist nicht als deine primäre PlayStation aktiviert. Okay. So. Aber jetzt starten wir mal. Also starten geht, so wie es aussieht. Jetzt werden wir mal gucken, ob der DLC noch drin ist. Und ob, ob wir online spielen können. Leg dich hin, Kater. Zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran. Seit dort eine... Schon wieder zu lange das Video. Rollen tauschen hier auch. Spielen. Ja, hier seht ihr einzeln LAN, nur Freunde, privat, öffentlich. Es geht wohl, so wie es aussieht.
Eigentlich sollte es nicht gehen. Ich aktiviere das aber mal wieder als meine primäre PlayStation 4. So, das war's jetzt aber auch. Ihr habt gesehen, das ist im Prinzip kinderleicht. Einfach nur das Wichtigste als primäre PlayStation 4 aktivieren. Jeden Account, den ihr nutzen wollt oder untereinander was runterladen will. Also über einen AT-Account, über einen UK, über einen US-Account. Und die wollt ihr dann auch logischerweise auf Deutsch spielen. Also müssen diese Accounts als primär aktiviert sein, sowohl der deutsche Account auch, sonst geht das nicht. Und dann könnt ihr auch untereinander die PlayStation Plus Mitgliedschaft nutzen, unter den, also auf allen euren Accounts, ist alles null Problemo. Also kein Problem, seht ihr ja, hat ja bei mir auch alles funktioniert. Konto erstellen, ihr müsst einen neuen Benutzer erstellen und dann müsst ihr halt ein PSN-Konto erstellen. Achtet da bitte darauf. Land Österreich. Wählt ihr Land Deutschland? Habt ihr ein deutsches Profil? Es hat nichts mit der E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas zu tun. Es hat nur damit zu tun, welches Land ihr angibt, die Stadt und die Straße. Die wollen das ja wissen. Da hilft euch Google. Ich zum Beispiel habe einfach ein Hotel in Wien genommen. Die Adresse von einem Hotel in Wien. Ja, ist bei meinem PlayStation-Account, bei meinem Ösi-Account drinne. Fertig. So einfach ist das. Es ist nun mal im Prinzip einfach. Aber es muss halt auch eine österreichische Adresse angegeben werden und Land Österreich, sonst klappt das alles nicht, sonst habt ihr einen deutschen oder was weiß ich für einen Account. So, aber damit soll es jetzt auch genug sein. Das war lange genug Video für heute. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, ihr konntet euch damit helfen. Wenn ihr noch Fragen habt zum AT-Account erstellen oder untereinander die Spiele nutzen oder sonst irgendwas dergleichen, dann schreibt mich einfach an. Ich werde euch da, so gut es mir möglich ist, helfen. Wie gesagt, wenn ich ein AT-Spiel habe, wie jetzt Dying Light, ich lade es im AT runter und ich spiele jetzt grundsätzlich auf meinem deutschen Account. Mein AT-Account ist nur zum Runterladen. Ich habe da mal 2 Spiele drauf gespielt oder so und das war es, aber auch nur angespielt. Und das war auf der PlayStation 3, nicht mal auf der PlayStation 4. Ja, also, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.